Das Förderprogramm Distanzen ist Teil von Neustart Kultur, dem seit 2020 laufenden Rettungs- und Zukunftsprogramm der Bundesregierung, um den Kulturbetrieb und die kulturelle Infrastruktur in der Corona-Pandemie zu erhalten. Der Dachverband Tanz entwickelte dafür zwei Programmteile. Distanz Solo als Förderung für solo-selbstständige Tanzschaffende und Distanz Impuls zum Erhalt von Tanzschulen und kulturellen Einrichtungen mit tanzpädagogischem Angebot. Nach über 2 Jahren Pandemie zieht der Dachverband Tanz Deutschland nun Bilanz über die Vielfalt der geförderten Projekte des Förderprogramms. Mehr als 2000 Projekte konnten durch Distanzen im Tanzbereich gefördert werden. 2 Jahre nach dem Start des Programms hat der Dachverband Tanz nun geförderte beider Teilprogramme zu einem gemeinsamen Festival eingeladen. Als eine Momentaufnahme, erfüllt mit Austausch, Begegnungen, Workshops, Performances und Zeit zum Netzwerken. Das Distanzen-Festival ist ein Rückblick und gleichzeitig auch Ausblick in die Zukunft. Denn was in diesen 2 letzten Jahren entstanden ist, zeigt nicht nur die Vielfalt des künstlerischen Schaffens im Tanzbereich, sondern auch die Notwendigkeit, Arbeitsformen zu überdenken und neue zu entwickeln, bestehende Förderkonzepte zu überarbeiten, in neuer Weise zu kreieren, um so die Kultur und speziell den Tanz auch in postpandemischen Zeiten weiterhin tatkräftig zu stärken. Ein vielseitiges Programm macht ausgewählte Projekte in Stellvertretung für die gesamte Bandbreite des Förderprogramms erfahrbar und erlebbar. In 3 aufeinanderfolgenden Tagen werden hier vor Ort Einblicke in unterschiedliche Tanzstile, künstlerische Konzepte, verschiedene Diskurse im Tanz und künstlerische Arbeiten und Performances gegeben. Im Fokus steht dabei der Austausch und die Vernetzung zwischen den Geförderten, um die Szene zu stärken und nachhaltig die über die Pandemie hinweg entwickelten Strukturen zu fördern.